Moin Leute, willkommen zur Newstime. Am 27.02. wurde das Pokémon-Franchise bekanntlich 21 Jahre alt. Die Pokémon Company feierte dies mit mehreren Kurzanimationen, die durchaus sehenswert sind. Die ganze Playlist verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Genauso wie die witzige Pokémon Sonne und Mond Werbung mit Supersprinter Usain Bolt. Wer gerne den Mewtwo Need X und Y haben möchte, kann ihn sich jetzt mit dem Passwort M2 Descent via Geheimgeschehen für Sonne und Mond holen. Wann der Code verfällt, ist bislang kurioserweise nicht bekannt. The Legend of Zelda Breath of the Wild ist erschienen, genauso wie die Nintendo Switch. Und das neue Zelda macht allen Ernstes Ocarina of Time als bestes Spiel der Videospielgeschichte Konkurrenz. Das Game streicht reihenweise 10 out of 10 Wertungen ein und hat auf OpenCritic, Metacritic und Game Rankings einen Wertungsdurchschnitt von 98%. Und auf letzterer Wertungsseite konnte es sogar Ocarina of Time überholen. Folglich wird Breath of the Wild zukünftig wohl in einem Atemzug mit Ocarina of Time genannt, wenn es um das beste Videospiel aller Zeiten geht. Vorausgesetzt, die Spieler empfinden genauso wie die Reviewer. Wenn man sich jedoch den Hype um das Spiel ansieht, sieht's sehr gut für Breath of the Wild aus. Unglaublich, was Nintendo da geschaffen hat. Endlich ist Nintendo back in business. Und wer mal sehen möchte, wie alles angefangen hat, bitteschön, einige der Entwickler von Breath of the Wild haben enthüllt, dass sie sich noch stärker am Original Zelda für NES orientiert haben, als bislang angenommen. Es wurde sogar ein 2D-Prototyp entwickelt. Es gibt Bilder, aber auch ein Video dazu, welches ich euch ebenfalls verlinken werde. Das im eShop. Hätte schon was, oder? Übrigens erhält Zelda einen Day-One-Patch, der auf die Version 1.1.0 updatet. Dieser Patch schaltet allerdings nur den Menüpunkt für den Season Pass frei. Und nicht nur Zelda erhält ein Day-One-Update, auch die Switch selbst. Dieses Update schaltet den eShop frei, setzt die News-Funktion richtig in Gang und gibt euch die Möglichkeit, euren Nintendo-Account zu verlinken. Eine erfreuliche Nachricht gibt es bezüglich Demos zu verkünden. In der Vergangenheit hatte Nintendo Demos häufig mit einer limitierten Anzahl an Startvorgängen versehen. Diesen Quatsch werden sie auf der Switch jedoch nicht mehr bringen. Demos können künftig so häufig gestartet werden, wie man möchte, außer der Entwickler besteht auf eine Limitierung. Aber so doof werden ja wohl, denke ich mal, die wenigsten sein, ne? Nun wird's etwas kurios. Nintendo Switch Cartridges schmecken äußerst unangenehm, wie einige Journalisten recherchiert oder im Selbstversuch getestet haben. Nintendo hat dafür auch einen Grund geliefert. In den Cartridges wurde der ungiftige Bitterstoff Denatonium Benzoate hinzugefügt, um Kinder davon abzuhalten, die Games zu verschlucken. Eigentlich ganz nobel. Aber mich juckt's jetzt auch irgendwie auf der Zunge. Wie schlimm schmeckt's denn wirklich? Moment, ich will das jetzt wissen. Naja, für irgendwas muss Just Dance ja gut sein. Dann wollen wir mal was. Für die Klicks. Ah! Okay, ich kann in jedem Fall bestätigen, dass es so ist. Es schmeckt ziemlich eklig. Seltsamerweise noch ekliger, wenn man mit den Lippen dran geht, als mit der Zunge. Ja, irgendwie wird es auch immer stärker. Bäh. Nee, also ich empfehle es keinem. Ziemlich, ziemlich ekelhaft. Übrigens könnt ihr auch Retail-Spiele bei MyNintendo registrieren und euch dafür Goldpunkte verdienen, die ihr wiederum gegen Prämien eintauschen könnt. Wie viele Goldpunkte man bekommt, hängt hierbei vom Preis des Spiels im eShop ab. Bei einem Wert von 35 bis 39,99 Euro bekommt ihr 10 Goldpunkte. Bei einem eShop-Wert von 40 Euro bis 49,99 Euro 12 und bei 50 bis 59,99 Euro 14 Goldpunkte.
Wer sogar ein Spiel kauft, das teurer ist als 60 Euro, der erhält 16 Goldpunkte. Etwas unerfreulich ist die Nachricht, dass Nintendo auch bei der Switch wieder auf Freundescodes setzen wird und das, nachdem Reggie im Januar noch was anderes behauptet hat. Nachdem diese Nachricht sich verbreitete und viele Spieler Kritik an dieser Entscheidung zum Ausdruck brachten, verdeutlichte Nintendo, dass man zwar mit den Freundescodes starten werde, in Zukunft jedoch auch die Möglichkeit integrieren wird, Freunde beispielsweise über Nintendo-Account und die verknüpften Nintendo-Mobile-Apps, Facebook, Twitter, die letzten Mitspieler etc. zu adden. Es soll also schon sehr bald bequemer werden und Freundescodes sind somit nur eine Zusatzoption. Puh, nochmal Glück gehabt, ne? Die Nintendo Switch Altersbeschränkungs-App findet ihr übrigens auch schon in den App Stores, falls ihr daran Interesse habt. Und wer gerne mehr über die verbaute Technik der Switch erfahren möchte, dem lege ich entsprechenden Bericht von Digital Foundry ans Herz. Link in der Beschreibung. Zu Yooka-Laylee gibt es nicht nur einen tollen neuen Trailer zu betrachten, der die Welt Glitterglaze Glacier und sogar den sagenumwobenen Eisschlüssel zeigt, sondern auch einen eigenen Nintendo Switch Trailer, der während dem Nindies Showcase Livestream von Nintendo gezeigt wurde. Ein Release-Termin konnte man für die Switch-Version zwar nicht nennen, es soll allerdings in Kürze schon soweit sein. Dafür bestätigte man den Multiplayer. Und wo wir schon beim Thema sind, entsprechenden Stream verlinke ich euch auch, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. In dieser Präsentation, äußerst professionell und gut in Szene gesetzt von Damon Baker von Nintendo of America, erhaltet ihr alle wichtigen Infos zu den kommenden Indie-Titeln für Nintendo Switch. Angekündigt wurden unter anderem Fast Remix zum Launch, SteamWorld Dig 2 für den Sommer, Snake Pass und viele weitere. Bevor wir zum letzten Trailer übergehen, hier noch eine interessante News für alle Pikmin-Fans. Der niederländische Retailer Intertoys hatte kurzzeitig das Spiel Pikmin World für Nintendo Switch gelistet. Handelt es sich hierbei etwa um Pikmin 4? Seltsam ist nur der angegebene Release. Es sollte nämlich schon am 24.03. erscheinen. Ein derart kurzfristiger Release ist eigentlich so gut wie ausgeschlossen, aber vielleicht ist an dem Spieletitel ja doch was dran. E3 abwarten, würde ich sagen. Und zum Ende der heutigen Folge könnt ihr euch noch den Slipper Clips Launch Trailer gönnen. Kommt natürlich auch als Let's Play, genau wie Want to Switch. Ich weiß nur noch nicht, wann. Viel Spaß mit der Switch, falls ihr eine besitzt. Und ciao!
Hehehe